It's your boy Skinny P. Willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren CSGO Overwatch. Heute mit einem Fall, den wir eben noch kurz im Stream angefangen haben zu gucken. Und dann habe ich gesagt, warte mal, das muss ich aufnehmen. Denn passt auf, Achtung. Guckt euch mal an, was er so treibt, ne, mit den Shots und sowas. Hast du es gesehen? Der hat ein Knifflöchchen am Start. Ich hatte seit Jahrzehnten keinen mehr mit einem Knife. Endlich! Also, guckt euch die Sache an. Im Stream wurde direkt Folgendes gesagt. Ist übrigens ein Paracord Knife Blue Steel. Im Stream hieß es, das ist ein Wallhack mit Bunny Hop. Guckt euch die Sache mal ganz genau an und entscheidet. Und bedenkt natürlich mit, dass hier auch ein gewisser Wert mit im Spiel ist. Ich weiß nicht, wie viel das Knife wert ist. Paracord Blue Steel wahrscheinlich 100, 200 Euro? Vielleicht, ihr wisst den Preis bestimmt. Es gibt bestimmt mindestens eine Person, die den Preis in die Kommentare reinhaut. Es wäre natürlich gemein zu sagen, hier müssen wir besonders drauf achten. Aber ja, naja, ich meine, welcher Cheater oder welcher Mensch, guck mal, der da oben ist aber auch ordentlich am Bunnyhoppen, legt so viel Geld einfach ins Feuer oder wirft so viel Geld ins Feuer. Den da oben hat er gehört, der hat da geschossen. Was macht er da rechts von ihm? Ja, ja. Die Runde hat er jetzt erstmal gut unter Kontrolle, aber die Bombe liegt beim Feind. Soweit haben wir übrigens nicht geguckt. Wir haben nur in den Anfang angeschaut und das hat so nicht geklappt. Das ist wirklich was Besonderes. Also ihr wisst ja, die letzten paar Sachen, die ich hatte, waren einfach kacke. Guck mal, wie er uns die Sache zeigt. Guck mal, ich hab's gesehen, ich cheate nicht. Die letzten paar Overwatches waren in der Hinsicht kacke, was die Qualität anging. Die Qualität der Fälle war einfach ranzig. Ich habe nur Dummdödel gehabt. Aber jetzt guckt ihr mal. Okay. Er hat auch Fett auf die Fresse bekommen. Jetzt guckt euch mal ihmchen an. Ich werde es hier auch wieder so machen, dass ihr richtig schön Rätsel raten könnt, weil es ist jetzt ja wirklich ein Fall mit Prestige, würde ich sagen. Ich zeige euch am Schluss nicht, was ich mache, sondern sag's euch dann im nächsten Overwatch und ihr schreibt dabei in die Kommentare, was ihr eben drücken würdet. Und dann können wir uns da so ein bisschen beschreiben, ne? Wie gesagt, im Stream haben ein, zwei Leute direkt gesagt, Bunnyhop und Wallhack. Auf der Ebene schauen wir jetzt natürlich auch ganz genau nach. Wir können nochmal kurz gucken, was er so für Stats hat. Er ist ganz oben, wobei sein Teamkollege auch gut damit zu ballern scheint. Auch der dritte und der erste der Feinde kann da mit den Frags ganz gut mithalten. Den hat man easy peasy gehört, aber das muss ich euch ja auch nicht erklären. Ich habe direkt gesagt, ey Leute, ich muss das sofort aufnehmen für YouTube. Das erste Mal seit Jahren, wirklich seit Jahren, dass ich wieder einen gescheiten Fall haben könnte. Ja. Wir wollten den eigentlich zusammen im Stream dann machen. Beziehungsweise, ich wollte eigentlich, wir waren die ganze Zeit am Labern und ich wollte im Hintergrund halt nur irgendwas laufen lassen. Da habe ich gesagt, ich mache einen Stream an, die Zuschauer, also im Chat, der Chat kann dann sagen, was der so wohl so hat und so, ne? Und dann können wir gemütlich weiterschwätzen. Aber ja, das ist jetzt wirklich eine schöne Sache hier. Endlich mal kein Spinbotter. Bedenkt ihr weiterhin, dass ihm Wallhack vorgeworfen wurde und überlegt, ob sich da jetzt schon was für euch verändert hat. Vom Anfang bis jetzt und auch zwecks Bunnyhop. Er smoked ab, dass er durch kann. Die Mates kommen jetzt auch durch. Ist eigentlich gar nicht so notwendig, die smoked. Vor allem ballert er jetzt auch seinen Kollegen eher in den Arsch, als dass er da großartig hilft. Er hört den CT, also der letzte ist schon gecallt. Der letzte ist jetzt schon bekannt auf CT. Ich wollte eben nach rechts gucken zum Chat, aber ich habe den Stream dann eh beenden wollen oder habe den Stream dann eh beendet. Das wäre dann nur noch mal eine Verlängerung gewesen. Aber ich konnte es nicht mit Shadowplay aufnehmen. Und aus dem Stream herausgenommen ist es halt, ist die Qualität nicht so, wie ich sie gerne hätte, dann bei so einem prestigelastigen Fall. Aber, ja. Ja gut, wäre Shadowplay gegangen, wäre das kein Problem gewesen. Aber Shadowplay war aus und es ging nicht an. Das habe ich jetzt seit neuestem wieder an und es ging einfach nicht an. Das war ein bisschen ärgerlich. Gibt er jetzt hier einen ganz frechen Klick? Naja, nicht wirklich. Bunnyhop, er hat jetzt nichts mehr gemacht, oder? Das war der allerersten Runde, wo er drei Sprünge gemacht hat. Seither hat man, glaube ich, nichts mehr von ihm gesehen. Einer steht short, der andere steht da unter ihr. Das ist ein Mate. Was macht dann jetzt? Wenn Short kommt, hat er ein bisschen genudelt, ne? Er ist hier eingekastelt, hart. Window kommt. Man hört den Window auch. Kein Problem, den zu killen. Jetzt weiß Connector, dass er steht und er wird gekillt. Ich muss sagen, jetzt so die ab der zweiten, dritten Runde
Ja, wirkt alles eigentlich ziemlich normal. Seine Vorgehensweise und auch diese Vorhersehung sind völlig im Rahmen. Sie haben übrigens jetzt ein Big O gemacht. Also wir sprechen ja immer mal wieder auch in den Overwatches über die Teams. Also was sie wohl für einen Rank haben, über das Spiel an sich. Und der Rank scheint hier. Oh, was war denn das eben? Was war denn das eben für ein Move am Ende? Zum letzten Punkt jetzt nochmal. Er ist da durch die zwei durchgerannt. Ach, CSGO Network ist im Arsch. Guck mal da. Er ist durch die letzten zwei durchgepimmelt. Und als die weg waren an der Kante, ist er selbstverständlich weitergelaufen, als wenn keiner mehr close sein könnte, um dann den beim Cash-Register hier bei der da hinten halt zu killen. Ja, und dann mal nochmal, ich nehme an, es war ein Demo-Fehler, vielleicht auch was anderes. Was ist da wohl im Busch bei ihm? Würdet ihr zur Aim-Assist raten oder Vision-Assist? Other External Assistance? Griefing? Griefing würde ich übrigens ausschließen, ich habe keinen Grief gesehen, das können wir schon mal streichen. Was sagt ihr? Einfach nur unglücklich getimte drei kleine Bunny-Hops zum Anfang und etwas viel Vorsehung, viel Luck, oder war da doch der Hack am Start? Ich bin gespannt, was ihr in die Kommentare reinhasselt. Ich bedanke mich hier ganz fett natürlich bei Volvo, bei Gabon für so einen sweeten Fall. Endlich wieder einen gescheiten. Endlich. Ich weiß nicht, was jetzt der Auslöser dafür war. Ich habe nur Spinbotter die ganze Zeit. So sind die Overwatchers auch einfach wieder ein bisschen... Die haben dann wieder was. Die sind dann gescheit einfach. Ist doch kacke, wenn da die ganze Zeit nur die Leute drehen oder durch die Wände alle abklatschen oder sonst wie. Mal wieder was, wo man auch richtig reingucken muss und tatsächlich eine Entscheidung treffen muss, die vielleicht nicht sofort da ist, beziehungsweise die vielleicht wankt über die Zeit. Ich bedanke mich hier natürlich wie immer bei euch fürs Zusehen. Macht's gut. Wir sehen uns dann im nächsten Video und im nächsten Livestream am Donnerstag. Der ist sogar vielleicht heute 18 Uhr. Streams gibt es jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Es gibt CSGO und alle möglichen anderen Spiele in jedem Stream und natürlich Giveaways. Vielen Dank auch an Skinbaron und natürlich an meine Patrons und Kanalmitglieder. It's so lovely with you. Gruß und ein Küsschen auf eure Nüsschen. Leider.